Bist du noch angestellt oder vielleicht in Kurzarbeit und überlegst, dich nebenbei selbstständig zu machen und brauchst Fremdkapital, dann kann das KfW-Startgeld ein Mittel der Wahl für dich sein. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Gründer der X-Group und anderer Unternehmen, sondern auch Coach und Berater und habe mehrere tausend Unternehmer begleitet in verschiedenen Phasen. Und viele haben natürlich auch das KfW-Startgeld beantragt. Zunächst einmal die Vorteile des KfW-Startgeldprogramms Nummer 67 für dich. Du bekommst nicht nur bis zu 125.000 Euro Fremdkapital, sondern du bekommst es meistens überhaupt über die Hausbank beantragt, weil die KfW 80% Bürgschaft übernimmt. Und das ist im Programm mit inklusive. Und obwohl die Bürgschaft mit inklusive im Programm ist, sind die Zinskosten sehr niedrig. Du kannst also nach einer Risikobewertung Zinsen erwarten in der Höhe von 1-3%. Zusätzlich hast du noch die Option, einen tilgungsfreien Zeitraum zu beantragen. Entweder 6, 12 oder bis zu 24 Monate. Und tatsächlich kannst du dieses Förderprogramm beantragen, auch wenn dein Gewerbe im Nebenerwerb ist. Allerdings muss eine Voraussetzung erfüllt sein. Zunächst schauen wir uns mal an, was Nebenerwerb bedeutet. Und zwar bedeutet es aus der Sicht des Gewerbeamts oder auch des Arbeitsamtes, dass du weniger als 15 Stunden in der Woche tatsächlich tätig bist. Deine Aufgabe ist es, bei der Gewerbeanmeldung, meistens bei der Frage Nummer 16 oder online in einem Fragekasten anzukreuzen, dass dein Gewerbe vorerst im Nebenerwerb betrieben wird. Und die entscheidende Bedingung, die erfüllt sein muss, ist, dass du den Plan hast, und zwar auch abgebildet im Finanzplan und im Businessplan Teil Text, dass du irgendwann innerhalb der nächsten 3 Jahre auch in den Vollerwerb wechselst. Sprich, dass du eine echte Existenz aufbaust, von der du dann auch leben willst. Das bedeutet allerdings auch, wenn du bereits schon ein anderes Unternehmen hast, egal ob Gewerbe oder Freiberuf, dass du dieses Förderprogramm nicht bekommst. Denn es ist tatsächlich nur für Existenzgründer gedacht, die ihr erstes Unternehmen im Vollerwerb oder auch im Nebenerwerb gründen wollen. Auch wenn du als Angestellter oder in Kurzarbeit schon vor längerer Zeit dein Nebenerwerb angemeldet hast, dann kannst du bis maximal 5 Jahre bestehende Unternehmung dieses Förderprogramm beantragen. Das Einzige, was nun noch zwischen dir und diesem Förderprogramm steht, ist die Hausbank und die KfW. Und beide wollen überzeugt werden mit einem plausiblen Kreditantrag. Da wir schon eine dreistellige Anzahl solcher Anträge begleitet haben mit unseren Kunden, wissen wir ganz genau, was in einen solchen Kreditantrag hineingehört. Nämlich einerseits der Finanzplan über mindestens 36 Monate, der Businessplan Teil Text, die gesamten Anträge und die Checkliste Anhang. Und die letztere Liste können bis zu 100 Dokumente umfassen. Und das Ganze gilt dann vollständig, plausibel für die Banken aufbereitet zu haben, das Ganze abzurunden mit einem kleinen Pitchdeck. Und wenn du dieses oder auch andere Förderprogramme recherchieren und beantragen willst, dann laden wir dich ein, von unserem kostenfreien Erstgespräch Gebrauch zu machen. Denn wir haben nicht nur die fertigen Muster und Templates da und viele solcher Projekte begleitet, sondern wir können dich auch persönlich in einem Assessment auf das Bankgespräch vorbereiten. Gerne kannst du jetzt also, wenn dir das Video gefallen hat, Daumen hoch machen, es liken, den Kanal abonnieren und uns weiterempfehlen. Aber ruf jetzt gleich an oder vereinbare einen Termin über unser Angebot für ein kostenfreies Erstgespräch. Dein Daniel Schäfer.